Hallo, willkommen in der kleinen Garage. Heute aus aktuellem Anlass will ich meine Gutzi noch vorstellen. Die ist schon die ganze Zeit immer in der Garage gestanden. Ich habe es immer nur bei den anderen Filmarbeiten rausgestellt, dass man sie nicht sieht, weil ich will diese Gutzi verkaufen. Aber bevor ich sie verkaufe, will ich sie euch noch vorstellen. Das ist eine T3 850. 1972 Baujahr. Ich habe diese von meinem Nachbarn gekauft, der hat sie nicht mehr gebraucht. Die ist 7 Jahre draußen gestanden, hat einen dementsprechend schlechten Zustand gehabt. Aber gut, sie lässt sich super reparieren und man kommt überall gut hin. Die Elektronik ist einfach, aber auch nicht einfach genug. Ich habe einen Fehler gehabt, der nicht zu beheben war. Ich habe einen neuen Kabelbaum gekauft, einen neuen Kabelbaum reingebaut und es hat alles wieder funktioniert. Auch kaputt waren die Zündspulen, bin ich nicht gleich drauf gekommen. Die Zündspulen waren hinüber und naja, ein paar so Kleinigkeiten, was man halt nach 7 Jahre Standzeit machen muss. Ich habe sie nicht lackiert, sie ist im Original-Lackzustand. Das Einzige, was doch gemacht werden musste, sind die Felgen. Das ist eine Krankheit bei diesen Gussfelgen, dass sich die Lackschicht löst. Ich habe die Sandstrahlen lassen und Pulver beschichten. Im Original Silber, es hat es leider nicht ganz getroffen, wie versprochen, aber ich finde, es ist schon trotzdem toll aus. Ja, jetzt fahre ich schon 7 Jahre damit. Die hat richtig Dampf, also die gibt richtig Gas und ich traue mich zu wetten, dass die locker 190 geht. Bin ich natürlich nie gefahren. Der Look ist mir spontan eingefallen, der gekürzte Sattel, ohne den Rahmen zu kürzen, das war mir wichtig, der Rahmen ist ganz geblieben. Die ausgestellten Vergaser, das hat mir auch super gut gefallen, ihr Trichter drauf dann oder eben ganz einfache Filter zum Aufschrauben, je nachdem, nach Witterung. Das ist natürlich Geschmackssache, wenn man solche Vergaser drauf gibt oder so ein Vergaser-Update, weil sie doch ein sehr starkes Sauggeräusch hat. Mir blutet das Herz, wenn ich es verkaufe, wenn ich es überhaupt verkaufe. Aber natürlich hat das einen Grund, weil ich will mir eine Zweiventiler kaufen, eine BMW Zweiventiler, eine GS, eine R100G-S, so heißt es, oder eine R100GS. Die anderen Videos, die was über so eine BMW handeln, vom Christian, die habt ihr sicher schon gesehen. Ja, mir gefällt die Performance ganz gut von so einem Fahrzeug. Und ich werde vielleicht, wenn ich die Gutzi verkaufe, so eine kaufen und hier im Kanal zusammenbauen. Weil, wenn, dann kaufe ich sie in Teile. Schauen wir uns das Motorrad vielleicht ein bisschen an, machen wir so einen kleinen Walkaround. Mich würde interessieren, wie es euch gefällt. Geschmäcker sind verschieden, das ist mir klar. Viele bauen diese T3 Gutzis zu messerscharfen Coffee Racers um, aber ich wollte keinen Coffee Racer, weil ich wollte mit dieser Gutzi auch fahren und das habe ich sehr wohl gemacht. Also ich habe doch einige Kilometer drauf gefahren, bin damit noch ideal hingefahren. Der geschnittene Sattel mit der Originalpolsterung ist sehr bequem, der erhöhte Lenker gibt mir eine gute Fahrposition in meiner Größe. Aber wie man sich vorstellen kann, ich bin groß gewachsen und dieses Motorrad ist in Wirklichkeit zu klein für mich. Also der Kniewinkel ist enorm. Gut, schauen wir es uns ein bisschen an. Ja, am besten fangen wir da doch mit dem Motor an, weil der Motor ist ja doch das Herz. Und der Motor ist wunderschön. Also ich finde, dass Gutzi wirklich herausragend schöne Motoren gebaut hat. Und ja, was habe ich da jetzt gemacht? Vor allem habe ich geputzt. Der Motor war nämlich befallen von Aluminiumpest. Und das hat Tage gedauert, bis der überhaupt einmal wieder schön ausgeschaut hat. Die alle Rippen durchgereinigt. Und dann haben wir, geholfen hat mir mein Sohn dabei, der war gerade in einer Lehre als Spannungstechniker. Und der hat mir diesen schönen Vergaserflansch gemacht. Der originale Vergaserflansch, wer Gutzi kennt, weiß das, der ist gebogen und die Ansaugseite geht da in den Luftkastenfilter rein, in den Luftkasten, so muss man sagen.
Und mir hat das nicht gefallen, weil mir gefallen die Vergaser, das sind Flachschiebevergaser. Und ich wollte unbedingt Trichter drauf haben, wie bei der Le Mans. Auch die Trichter sind gemacht worden, sind Eigenanfertigung. Und somit ist der Vergaser hier gerade raus sichtbar, hat eine gute Linie zu dem Rahmen, zu dem Tonti-Rahmen, dem schönen Dreieck da, sieht man. Und das Design war einer der Hauptänderungen eigentlich. Für mich war das ganz wichtig, das habe ich mir so vorgestellt, darum wurde es so gemacht. Die Seitendeckel sind original anders natürlich. Ich wollte so ein bisschen Isle of Man haben, wollte so einen Aluminiumdeckel haben mit einer Zahl drauf. Die Zahl ist künstlich verwittert, die ist nicht abgegangen, wie vielleicht manche glauben am ersten Blick, sondern das ist mit Absicht so. 47 hat keine Bedeutung, ist einfach eine schöne Zahl zum Anschauen. Der Starter war ursprünglich rot, der ist nämlich aus einem Ford ausgebaut worden und eingebaut, das hat mir nur mein Vorbesitzer gesagt. Den habe ich nur lackiert, das ist vielleicht das Einzige, was ich tatsächlich lackieren habe müssen. Ansonsten kann man da jetzt gar nicht mehr so viel erzählen, weil so viel wurde ja nicht geändert. Jetzt sehen wir da das Cockpit und das habe ich auch verändert, weil das Cockpit ist original eine riesen Plastikkiste mit vielen Anzeigen, Schaltern für Folgetonhorn. Es ist eine Staatsmaschine vorher gewesen, keine Polizeimaschine, eine Staatsmaschine und auch schwarz. Und die Teile haben nicht mehr funktioniert ordentlich und ich habe das einfach abmontiert. Den Tacho habe ich gelassen, der ist original in einen Nierosterrohr gefasst, dass er so pur wie möglich wirkt und ist voll funktionsfähig. Ganz unten ist eine Anzeige, wo man eben sieht, ganz minimal, wie die Funktionen sind. Es funktioniert auch alles. Ja, mir hat das ganz gut gefallen, weil es eben wirklich dann kein Plastik mehr gehabt hat, das Fahrzeug. Ihr wollt sämtliches Plastik weghaben. Darum auch unter anderem auch die Seitendeckel, die sehr stark 70er waren, sehr stark. Gibt es natürlich nur die Seitendeckel, die sind noch dabei. Ich weiß nicht, wie euch das gefällt. Sehr viele geben noch kleinere Dachos drauf, aber der Original-Dacho, seid zwar nicht böse, der schaut wohl super aus. Da mit dem Zeichen von Guzzi oben, die großen Ziffern gut lesbar. Ja, hier das Gesicht, die Front mit dem original großen Scheinwerfer, wunderschön, sehr guter Zustand, innen nichts blind, aber sehr schwierig, weil in diesem Scheinwerfer befindet sich die gesamte Elektronik für den vorderen Teil. Und da muss man wirklich tricksen, dass das da drinnen Platz hat. Aber nach mehrmaligen Hin und Her hat es funktioniert. Auch hier ist was verändert worden, weil die Originalblinker, also die Originalblinker, die sind so hässlich oder die sind mir einfach zu retro. Ich habe lang überlegt, welche Blinker soll ich drauf tun und ich habe mich dann für solche Eierblinker entschieden, die was einfach vom Look her meiner Meinung nach für diesen Umbau ganz gut passen. Ich finde es schön, wenn dieses Bernsteingelb da dabei ist, weil es dem Fahrzeug ein bisschen Farbe gibt, weil es ja sonst komplett farblos ist eigentlich. Natürlich kann man LED winzig kleine rauftun, dann sieht man überhaupt keinen Blinker. Aber mir haben es damals gut gefallen. Sie haben ein bisschen gefeigelt beim Einbau natürlich. Der erste Satz war Schrott, den habe ich gleich wieder zurückschicken müssen. Und da hat es funktioniert. Vielleicht nur interessant, da ganz oben im Bild, gerade noch sichtbar, ist dieses Blechblättchen da, so wie irgendwo rausgeschnitten. Da ist die Rückstellung für den Tacho drauf, dass man den Tacho, also der hat volle Funktion, dass man da Kilometer zurückstellen kann. Und natürlich hat er ein Lämpchen. Ja, ich finde die Front also sehr glitzerig, schon fast Christbaummäßig. Aber durch das, dass sie sonst nur schwarz ist, braucht es das eigentlich. Mir gefällt das sehr gut. Ja, hier vielleicht nur ein Blick auf die Laufräder. Die Laufräder sind Gusseisen, enorm schwer. Also wenn man die ausbaut, dann glaubt man, sind das Blei. Die Felge ist pulverbeschichtet, wie ich schon erwähnt habe. Das Pulverbeschichten ist sehr gut gemacht worden. Das ist halt wunderbar. Das ist überhaupt das erste Mal, dass ich was pulverbeschichten lassen habe. Und ich bin selbst überrascht, doch,
wie gut das funktioniert, sogar auf einer Felge. Ja, ganz typisch die rostige Bremse. Ich habe es gerade gewaschen. Das ist eben der Flugrost, der sofort entsteht, wenn die Bremse nass wird. Den bremst man einfach bei der nächsten Runde runter. Zur Bremse vielleicht kann ich auch ein bisschen was erzählen, wie man da lesen kann. Kann man es lesen? Ich glaube schon. Es steht Brembo drauf. Es sind Brembo-Anlagen, die gleichen, was auch die BMW verbaut waren. Nur hat die T3, wie der Name schon sagt, drei Scheibenbremsen. Und das Besondere daran ist, dass die ein Integralbremssystem hat. Was bedeutet das? Dass wenn man auf die Fußbremse steigt, die Vorderbremse ein Drittel mitbremst und zwei Drittel in das Hinterrad gehen. Das ist gar nicht so schlecht. Ich habe da am Anfang nicht so viel Vertrauen drinnen gehabt, aber das funktioniert eigentlich sehr gut. Aber Tatsache ist, dass natürlich diese Bremsanlage 1972 gebaut worden ist und es gibt mittlerweile bessere. Und wer tatsächlich sportlich mit diesem Gerät fahren will, der müsste sich auch eine sportliche Bremsanlage einbauen. Das ist mit dem Fahrzeug jetzt nicht möglich. Es ist ja phänomenal schwer. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was sie wiegt. Aber da muss man schon ordentlich in die Eisen steigen, wenn man dieses Fahrzeug dann zum Stehen bringen will. So, und jetzt starten wir es noch, dass wir den Sound auch hören. Es ist immer der Joker zum Ziehen am Anfang. Das ist bei der Kutze ganz normal. Zündung. Ja, das ist super. Ja, aus. Okay, warum schaltet sie aus? Oder warum geht sie aus? Sie ist ganz kalt. Sie ist jetzt in der Garage gestanden. Und man muss die natürlich schon ein bisschen warm fahren, dass das Standgas auch passt. Ja, so schaut's aus. Die gute Kutze 850 T3 72. Ich finde, sie hat nur einen super Zustand. Für das, dass sie schon so alt ist und doch sehr lange im Freien gestanden ist. Ja, ich habe viel reingesteckt, ich habe natürlich einiges gemacht, viele Stunden auch, nicht nur Ersatzteile. Aber es hat wahnsinnig Spaß gemacht, an diesem Fahrzeug zu schrauben. Es war einfach ein Winter wie kein anderer, würde ich mal sagen. Also da ist mir wirklich das Herz aufgegangen beim Schrauben. Das war super. Ja, was gibt's nur zu sagen? Wer sich das Fahrzeug anschauen möchte in echt, falls es kaufen will, kann sich bei mir melden. Aber dieses Video ist nicht dazu gemacht, um dieses Fahrzeug zu verkaufen, sondern damit bleibt eine Erinnerung im Netz von diesem Fahrzeug, das ich wirklich sehr gern habe und an dem mir sehr viel liegt. Aber die Zeit steht nicht still, es kommen neue Sachen und die neuen Sachen werden mir auch sicher sehr viel Freude bereiten. Mal sehen, was da draus wird. Also, ich wünsche euch alles Gute, schreibt mir was drunter, es freut mich immer sehr. Ich beantworte alle Kommentare. Zwar nicht sofort, aber doch. Dazu den Kanal liken, dazu teilen. Und wer noch nicht abonniert hat, bitte abonnieren. Das hilft mir sehr. Also, alles Gute aus der kleinen Garage.